Hey, ich bin Timo und heute suche ich für meinen Kumpel Steffen einen passenden maskulinen Powerduft. Hoffentlich habe ich da ein paar gute Sachen am Start. Mal gucken. Ich würde sagen, ab geht's. Wir haben uns hier versammelt, weil Steffen sucht einen neuen, passenden, männlichen Duft. Und ich dachte mir, warte mal, ich habe doch einen Parfümkanal, dann machen wir es einfach hier. Das ist doch der passende Ort dafür, mal einen schönen neuen Duft rauszusuchen. Ne? Ich würde mal sagen, Steffen, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, hallo, mein Name ist Steffen. Ich bin gelernter Sport- und Fitnesskaufmann und wohne in Hamburg. Ja, Timo und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Und er hat mich auch ein bisschen mit dem Thema Parfüm angesteckt. Guck mir gerne seine Videos an. Lass mich gerne von ihm beraten und ja, auf jeden Fall habe ich auch sowas mitgebracht, was mir gefällt. Genau, deine Lieblingsdüfte sind nämlich, ganz zufällig haben wir was vorbereitet hier, ne? Ja, also L'Aventure von Al-Rahman. Genau. Der Araber, wie du den immer. Ich nehme mal den Araber, ja genau. Also mit dem Duft habe ich sehr viele Komplimente bekommen. Hast du oft gesagt, ist ein Aventus-Klon und scheinbar läuft das mit dem. Was haben die so gesagt? Die Girls oder Herren vielleicht hier auch? Ja, die haben echt das gut gefunden, wenn ich den hatte. Ne? Also ich bin damit rumgelaufen, habe dann Lob bekommen, erhalten, nachträglich beim Sport, wenn ich unterwegs war, wie auch immer. Gut duften, also mit dem, muss nicht teuer sein. Jo. Ja, genau. Also mit dem, ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem. Der ist leer, oder? Der ist schon sogar leer, ja. Krass. Also habe ich ihn geschenkt, muss ich mal sagen. Ja. Und am Anfang dachte ich so, na, den wird er bestimmt nicht tragen. Ne? Der ist richtig gut. Und gar nicht so teuer. Ich glaube, der kostet um die 30, 35 Euro. Ja. Aber kommt gut an. Das Ding ist einfach mal leer. Was hast du noch so mitgebracht von deinen Lieblingsdüften? Dann habe ich von Creed. Von günstig zu teuer. Ja. Green Irish Treat. Ja, ganz genau. Den finde ich hier für mich zeitlos und Klassiker. Also ist er auch. So ein Peaky Blinders Duft. So grün und erdig, männlich. Ja, passt zu dir. Geil. Geiler Flakon auch. Für mich männlich, total männlich. Ich mag den. Und jetzt haben wir wieder einen etwas günstigeren Duft am Start, Skulptur. Ja, auf der den hier. Rockst du hier ohne Ende. Ja, das ist eine witzige Geschichte mit dem. Ein Mitglied hat mir den mitgebracht. Der ist auch so ein Parfüm-Fan und er meinte so, hier Steffen, ich bring dir mal einen mit. Und dann hat er den für mich extra gekauft und dann dachte ich, hey, geil. Der ist auch nicht schlecht. Und den trägst du oft. Hast du in Wien zum Beispiel oft getragen. Ja, genau. Steffen ist immer der, der auch das Rum-Video zum Beispiel für mich gedreht hat. Da waren wir zusammen im Urlaub und das ist quasi das Gesicht hinter der Kamera. Der hier kostet, glaube ich, 15 Euro oder 20. Riecht auch schön herb, so männlich. Auch ein geiles Teil. Ey, es ist ohne Scheiß, ich sag's immer wieder, ne? Gut duften muss nicht teuer sein. Der kostet wirklich, glaube ich, 20 Euro und ist sehr zeitlos. Ja, ich würde sagen, wir suchen mal einen passenden Duft. Ich habe so 6, 7 Stück einfach mal vorbereitet. Ja, und mach einfach so ein kleines Rating dann. 10 ist absolut göttlich, ja? Keine Ahnung, 10 ist dann so, wow. Hammer, beste Duft, den kaufe ich sofort. 0 wäre jetzt so, für mich Secretion Magnifique, der stinkt einfach ekelhaft. Ne? Ja. Dann wäre das eine 0. Das Ganze ist natürlich nur vorläufig. Kann ja sein, dass der Drydown sich noch verändert und Steffen sagt so, oh, jetzt habe ich noch ein paar andere Düfte getestet und ja, mittlerweile ist irgendwie der auf Platz 1 oder so. Ne? Also alles erstmal vorläufig und ich würde mal sagen, Steffen weiß auch gar nicht, was kommt. Ne? Also ich habe alles abgefüllt in so kleinen hier Fläschchen hier. Ne? Er weiß nicht, was kommt und ich bin mal gespannt. Der erste Duft ist ein bisschen teurer. Also, bist du bereit, Steffen? Ich bin bereit. Ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem ersten Vorschlag. Test Nummer 1 ist dieser Duft hier, Steffen. Was sagst du? Die ganzen Zuschauer sehen jetzt schon mal, was du hier riechst und das schnüffeln kannst. Frisch ist der, also jetzt Hardcore in dem Sinne nicht. Ich finde den nicht männlich genug, oder was? Na, würde ich sagen, mittel. Ne? Okay. Also kann ich jetzt noch nicht so einordnen. Für mich eher frisch als stark, sage ich jetzt mal. Mehr frisch finde ich den. Haltbarkeit ist von dem kommt überkrass. Also wenn du den zum Beispiel dir richtig raufträgst, dann ist der, klar, auf dem Duftstreifen riecht das Ganze nochmal anders, ne? Aber man kriegt so einen ersten Eindruck. Also einen ersten Eindruck, genau, weil den checken wir gerade. Ich sag mal eine 6 erstmal. Eine 6. Das 6 hier von 10. Ist der Air Tiger von Marc Gebauer. Eine Granate, was Silage und Haltbarkeit angeht. Finde ich recht hardcore männlich, aber wow. Ja, also danach kommt so ein bisschen das, ja, ich sag mal, ein bisschen herber. Sehr würzig. Ja, genau. So kann man es einordnen, würzig. Aber am Anfang finde ich den schon recht frisch und dann kommt das so mit diesem leicht herben oder... Eine 6 vorläufig. Mal gucken, was die anderen hier so bringen. Mein zweiter Vorschlag für Steffen ist dieser Duft hier. Ich blende schon mal ein. Spannend. Mal gucken. Oh, der ist schon härter. Ja. Definitiv. Das ist so Berliner Straßengangster. So holzig, würde ich sagen, ein bisschen, ne? So richtig. Also jetzt auf jeden Fall stärker als andere. Eine besondere Note drin.
Das ist nämlich, ich spoiler mal, Marihuana ist damit drin, als Note. Das ist schon, oder ist schon härter, ja. Ja. Was wird es ihm geben vorläufig? Was sagst du? Also männlicher Duft auf jeden Fall? Männlich auf jeden Fall. Männlicher als der andere. Würdest du den tragen? Weil das ist ja hier die große Frage. Ja, bin gerade so ein bisschen zwiegespalten. Wüsste jetzt nicht, wo ich den tragen könnte. Okay, das stimmt. Ja. Das habe ich auch so. Das ist ein geiler Duft. Oder habe ich auch oft sowas. Ich weiß aber nicht, wo ich den einsetzen sollte. Den aber zum Beispiel tragen mit so einer Lederjacke. Und dann, ja, und dann so eher so Freizeit und so. Also na, das ist so ein Duft, der heißt so... bleib mal ein bisschen weg, Leute. Ne? Was würdest du ihm geben für ein Rating am Anfang so? Den finde ich interessanter als den davor. Okay. Den würde ich jetzt 6,5 bis 7 geben. 6,5? Ja. Okay. 6,5 für Tiger the Dark Side. Kostet, glaube ich, 60, 70 Euro. Ja, das ist ein wirklich interessanter Duft. Gerade auch wegen der Marihuana-Note. Also, das ist so ein kleiner Bestseller-Duft. Ja, nice. Okay, dann gucken wir mal. Bisher war noch nicht ganz der Birne dabei, aber wir gucken mal. Nächster Vorschlag kommt jetzt. Mein dritter Vorschlag. Ich will dich ja nicht beeinflussen, aber ich mag den Duft. Das ist Vorschlag Nummer 3 für dich. Okay, mal gucken. Oh, der gefällt mir richtig gut. Ich habe dich auch nicht beeinflusst. Würzig, holzig finde ich den so. Also der hat Passionsfrucht, der hat... Schön würzig finde ich den, muss ich sagen. Ja, das ist so ein Rock'n'Roll-Duft. Mhm. Hat auch so eine Süße drin. Mhm. Ja. Passionsfrucht, Zimt müsste mit drin sein. Rum. Ja, kannst du den an dir vorstellen? Den auf jeden Fall. Okay. Den finde ich gut. Hält auch übertrieben lange. Das ist... Note vorweg? Also 7. 7? Oh, wir steigern uns hier. Geil. 7 von 10 für Serjoff, diesen Monkey Special Duft. Kosten 50 ml. Was denkst du? Wenn du schon so anfängst. Na? Oh. 200? Jo, 235 Euro. Habe ich mir zum Geburtstag gegönnt. Ist ein geiler Duft und der hält wirklich übertrieben lange. Oh, ja, eine 7. Ha, mal gucken, wie der nächste Vorschlag wird. Vielleicht kriegt der eine 10. Gucken wir mal. Mein nächster Vorschlag für diesen kantigen Kerl hier. Diesen Duft, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, das hieß kantig-kerlige Düfte und da haben ein paar reingeschrieben, warum hast du denn nicht diesen Duft hier genommen? Okay, habe ich nicht in das Video integriert, aber ja, hier werde ich den mal integrieren. Steffen, check doch mal diesen männlichen Duft. Ein bisschen oldschool, ja, kann ich schon mal verraten. Der riecht gut. Okay. Smoothie finde ich den so, der kommt langsam aber stetig, muss ich sagen. Ein sehr animalischer Duft, Moschus. Den finde ich, auf jeden Fall würde ich mit denen ausgehen wollen. Okay. Der ist gut, der gefällt mir. Also, der kommt langsam, aber stetig. Okay. Auch wieder würzig, würde ich sagen. Kann ich jetzt aber nicht einordnen, was da jetzt alles genau drin ist. Auf jeden Fall jetzt nicht. Ein animalischer Duft, der wirklich auch ja, früher, ich glaube, müsste in den 80ern gewesen sein, doch sehr oft getragen wurde. Das ist von Yves Saint Laurent Kurs. Was würdest du ihm geben? Auch eine 7. Auch eine 7, das ist doch sehr solide. Ja, zum Ausgehen, ja, also so ein maskuliner Duft. Ja. Auf jeden Fall, ja. Der Kommentar hatte mal wieder recht. Mensch, Mensch, Mensch. Eine 7 und mal gucken, ob noch die 10 kommt. Der nächste Vorschlag für Steffen. Den kann ich mir gut an dir vorstellen. Okay. Aber das soll ja keine Einflussnahme sein. Puh, sagt er. Das ist nicht meiner. Nee? Okay. Nee, den finde ich auch schon wieder sehr, 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 sehr stark, sehr, sehr herb. Das passt doch zu dir. Ja, aber... Du bist doch hier von Scare hier. Ja. Ja, ich wüsste gar nicht... Maskuliner Duft. Sehr, sehr maskulin. Wenn du durch Hamburg läufst, den trägst, so. Dann läufst du ganz rum. Das ist doch ein krasser Duft. Alle sagen so, oh, das ist für ein Kerl. Ja, kann ich jetzt schwer einordnen, wie ich den jetzt auch wieder tragen könnte. Also, ja, okay. Da waren nicht andere jetzt gerade ansprechender für mich. Habe ich super rausgesucht. Das ist Louis Vuitton mit Ombre Nomade. Auch ein sehr gehypter Duft, was dann halt maskuline Düfte angeht. Außer bei Steffen. Was gibst du ihm? Ich hätte gedacht, der. Okay, ja? Oh, 6 würde ich ihm geben. Eine 6. Also von 10. Ja, okay. Na gut, ich habe ja noch ein paar. Mein nächster Vorschlag für Steffen. Den hier tragen im Herbst, Winter. Hast vielleicht so ein Date, kommst mit so einer Lederjacke an und dann trägst du den. Mal gucken. Oh, der gefällt mir richtig gut. Ja, mit dem könnte ich mir vorstellen, auszugehen, definitiv. Okay. Ist jetzt nichts für den Sommer, nee. Aber
Ja, Herbst, Winter. Auf jeden Fall nicht für den Sommer, wie du sagst. Genau. Winter. Lederduft. Herbst. Ja. Sehr, also als ich den zum ersten Mal gerochen hatte, dachte ich so an ein ganz neues Auto, in das du einsteigst, ja, ja, mit so Leder sitzen. Was würdest du ihm geben? 7 bis 8 würde ich ihm 7 geben. 7 bis 8, ja. Okay, 7,5 für Tom Ford's Ombre Leather. Oh. Parfüm-Variante. Wirklich geiler Lederduft. Aber auch sexy. Herbst, Winter. Ey. Ja, der gefällt mir richtig gut. Power-Ding. Ich glaube, er führt aktuell. Ja, 7,5, ja, er führt. Mhm. Ach, mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was Besseres raus. Ja, der 7,5 für Tom Ford's Ombre Leather Parfüm. Baby. Der nächste Vorschlag. Steffen, was sagst du zu diesem hier? Mal gucken. All Black, würde ich sagen, so tragen. Mhm. Dann hast du den so drauf. Läufst durch Hamburg. Den finde ich sogar jetzt am besten, muss ich sagen. Okay. Ein bisschen dirty auch. Süß und putrig. Der kommt, wie gesagt, angenehm und stetig. Also ich würde sagen, den kann man tragen, wenn man ja ausgehen möchte mit einer schönen Frau und beeindrucken möchte. Finde ich richtig gut. Mhm. Also wirklich ganz toll. Eine gute Werbung, ne? Ja, Mann, 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 Mann. Was sagst du? Sehr cremig auch irgendwie, oder? Mhm, mhm. Boah. Der hat schon... Ja, aber maskulin ist er auf jeden Fall, ne? Oder? Der ist maskulin, der gefällt mir. Okay. Aber maskulin dabei nicht zu, in dem Sinne aggressiv, okay, vom Geruch her. Okay, ne? Okay. Ich finde den richtig angenehm, so, hat wie gesagt so einen cremigen Beigeschmack. Okay. Beigeschmack, genau. Ja, 8. 8,5 würde ich sagen. Und der ist gar nicht so teuer, aber mittlerweile wurde er, glaube ich, auch eingestellt. Prada. Luna Rossa, Black, putrig, süß. Ambra ohne Ende, geiles Teil. Auch für Steffen, der führt hier noch. Ja. Eine 8, sehr solide. Ach komm, ein paar haben wir noch. Mein vorletzter Vorschlag für Steffen. Den habe ich mir rausgesucht, weil du Green Ivy Street hast und magst. Mal schauen, was du hierzu sagst. Ja, bin mal gespannt. Also vorläufig sagst. Ne? Wir warten nachher nochmal den Dry Down ab. Und, auch ganz toll. Also kommt so... Ja, so naturmäßig rüber, muss ich sagen. Mhm. Hat so, so einen frischen Naturgeruch, muss ich sagen. So ein sexy Holzfäller. Ne? Mhm. Blöd, aber ja, passt dazu. Ja. Sehr waldig. Ja, gut. Sehr schön. Sehr schön. Was würdest du ihm geben? Ja, 7,5 würde ich ihm geben. 7,5 ja, für Oud Wood von Tom Ford. Ja, hab mir schon gedacht, dass der gut zu dir passt, denn du magst ihn hier, also was Grünes. Ist so ein bisschen, ja, ganz blöd gesagt, aber modernerer Take nochmal. Ne? Der ist hier aus 1985. Zeitlos, klassisch, geiles Ding. Und Oud Wood ist so ein bisschen was für die moderneren. Ne? Ja, auch sehr gehypt. Ja, whatever, auch nicht ganz so günstig, aber geil ist er. 7,5? Ja, 7,5. Für Oud Wood. Mein letzter Vorschlag für Steffen. Steffen, du guckst auch meine Videos. Ja. Und der Duft war in meinem Sommervideo mit dabei. Ihr alle habt es natürlich gesehen. Hoffentlich, falls nicht. Ich blende das Video auch am Ende des Videos auch mal ein. Ne? Das ist ein Duft. Check mal aus. Haltbarkeit ist auf jeden Fall nice. Ist auch so ein bisschen unique. Ich weiß nicht, ob er dir gefällt, aber ich wollte mal so einen kleinen Exoten reinbringen. Okay. Also, männlich finde ich ihn trotzdem. Hat er mir auch gut. Schwarze Traube. Ah, der kommt richtig gut. Also, ist so ein frisch auch wieder, ne, finde ich. Also frisch und dann so ein herber Duft kommt dann hinterher, muss ich sagen. Für mich. Oh, der ist schon sehr herb. Der kommt auch richtig herb dann. Doch. Ja, die Traube macht das schon irgendwie sehr unique. Riecht man sonst nicht so bei Parfums. Ja, also der ist schon hart. Okay. Aber gut, gut noch. Ja. Also da muss ich sagen, maskulin ist der, aber den kann man tragen. Also ich könnte den tragen. Ich würde den tragen, ja. Das ist Nishane Kargush. Was würdest du ihm geben für eine Bewertung? Ja. Aktuell erstmal, so vorläufig. Aktuell 7,5. 7,5 ist gar nicht mal so verkehrt. Für Kargush. So, ich würde mal sagen, wir warten mal eben das Drydown ab, machen einen kleinen Schnitt und dann, ja, kürst du den Sieger. Oder die Top 3. Okay. Also, gucken wir mal, wer gewonnen hat. So, der Drydown-Test, der ist vollzogen und Steffen hat sich entschieden. Steffen, einen Duft brauchtest du gar nicht hier. Mhm. Ja. Louis Vuitton und zwar Ombre Nomade. Das ist nicht dein Ding. Okay, riecht für viele wie so eine Handtasche von Louis. Na gut, also er ist sehr gehypt bei den Männerdüften. Ich finde ihn auch schön maskulin. Passt nicht zu dir. Ja. Also, Parfüm ist immer subjektiv, ne? Nicht vergessen. Aber es gibt
wo auch Schatten ist, ist auch Licht. Und Steffen hat zwei Sieger gefunden. Mhm. Wer ist denn der zweite Sieger? Also Platz Nummer 2. Ich habe mich hier für Nishani entschieden. Der hatte da 7,5 ihn gegeben. Ich würde jetzt hochwerten auf 8. Mhm. Schön unique, ne? Ja, also, Traube. Ja. Für so einen Sommerabend vielleicht auch recht gut. Damit fällst du einfach auf. Also, ich finde sehr schön. Angenehm. Ich würde den gerne öfters tragen wollen. Okay. Ja, ausgehen, losgehen, wie auch immer. Finde ich ganz toll. Also, ja, schön unique und den kannst du auch wirklich zu quasi jedem Ereignis nehmen. Jede Jahreszeit finde ich sehr, sehr schön. Nishani Karagöz. Aber das war ja nur Platz 2. Wer hat denn gewonnen? Ja. Steffen, nimm den Sieger. Ja, sehr gerne. Für den habe ich mich jetzt entschieden. Ich hatte ihm eine 7 gegeben, würde jetzt aber hochwerten auf 8,5. Ich finde den, das ist den schon Abgang finde ich so schön fruchtig, muss ich sagen. Herbstfruchtig. Richtig toll. Also er ist eigentlich ein Unisex-Duft. Aber ich kann mir den an einer Frau jetzt nicht so vorstellen. Nee, also den finde ich toll, muss ich sagen. Maskulin. Bisschen teurer, der kostet 235 Euro für 50 ml, aber naja, kann man sich auch mal. Lohnt sich. Uiuiui, ja, der ist wirklich gut. Geil. Ist ein richtiger Rock'n'Roll-Star-Duft. Ich finde ihn schön und schön, dass du ihn auch schön findest. Der Sieger. Manchmal ist es doch ein teurer Duft. Ne? Aber was soll's. Platz Nummer 1. Da sind wir auch schon am Ende des Videos. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass Steffen einen neuen Lieblingsduft entdeckt hat. Denkst du, kaufst du den jetzt? Weil er ist ja nicht ganz so günstig. Ich würde schon für den sparen, muss ich sagen. Ja, manchmal lohnt es jetzt auch ein bisschen zu sparen, ne, für so einen geilen Duft. Haltbarkeit ist göttlich ohne Ende. Mhm. Aber gut duften muss nicht immer teuer sein. Das war es ja hier auch bei diesem hier. Ne? Also mit dem habe ich Komplimente erhalten. Ich finde den immer noch toll, würde den immer noch kaufen. Hast du mir auch schon mal ein paar davon erzählt. Aber weißt du was? Die musst du ja nicht alle erzählen, sondern schreib die mal in die Kommentare. Mach ich gerne. Ja. Super. Gut, ne, was du so gehört hast von Girls, was die gesagt haben. Aber nicht nur du sollst was in die Kommentare schreiben, sondern auch ihr. Schreibt mal in die Kommentare, was welcher Duft passt zu Steffen. In die Kommentare. Vielleicht machen wir irgendwann einen zweiten Teil oder irgendwas anderes. Ja, oder mal gucken. I don't know. Aber wer weiß das schon. Ne? Also, in die Kommentare schreiben, abonnieren, teilt das Video, macht damit, was ihr wollt. Also, was positiv ist. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Und ja, ich glaube, ich gehe mal weg. Steffen, mach du mal ein bisschen Werbung hier für den Kanal. Ich gehe an den Duft schnüffeln. So. Ja, ich glaube, hier werden jetzt deine Videos eingeblendet. Klickt da mal drauf, Leute. Ja. Schaut das euch mal an. Schönen Abend noch. Tschüss. Und wenn ihr es nicht guckt, dann kriegt ihr es mit mir zu tun. Mhm, so. So, Steffen. Ende aus, die Maus.